Außerordentliches Engagement für die Umwelt wird prämiert. Bereits zum dritten Mal wurde der CLIP 15, der Klimaschutzpreis Rudolfsheim 5 Haus, vergeben. Die Preisverleihung in der alten Schieberkammer im 15. Bezirk bildete den feierlichen Rahmen und Höhepunkt. Der 15. Bezirk und ich schätzen diesen Preis sehr, weil es genau dieses Thema betrifft, der Zukunft, Klimaanpassung, den Bezirk klimafit zu machen. Wir haben auch hier auf der Wasserwelt, wo Sie die Kirche sehen, immer wieder das Wasserweltfest und da steht meistens für gemeinsam für ein gutes Klima. Und ich glaube, es ist das Wichtige, das Zusammenarbeiten für ein gutes Klima menschlich, aber auch für ein Klima im Bezirk, dass die Straßen verbessert werden, dass es heruntergekühlt wird, dass wir mehr Aufenthaltsqualität für die Menschen im Bezirk schaffen. Ich glaube, das ist alles, was dieser Verein subsumiert und zusammenbringt. Die prämierten Projekte bilden ein breites Spektrum kreativer Ideen zum Thema Klimawandel ab. Wie zum Beispiel die Initiative Kühle Räume für kühle Köpfe. Es soll dann auch eine Karte entstehen, sozusagen, wo dann diese Plätze auch dann ersichtlich sind für alle Menschen, die dann im Sommer einfach gerne einen kühlen Platz aufsuchen würden oder eine coole Lokalität. Coole Ideen zur Bewältigung der Hitze kamen auch von Kindern. Also ich habe die Kinder befragt, was sie bräuchten, damit es ihnen nach der Schule nicht so heiß ist, wenn sie nach Hause gehen. Und sie haben dann bekommen ein Blatt Papier oder ein Kopierkarton und haben ihre Ideen gezeichnet. Da waren ganz unterschiedliche süße Dinge dabei. Ja. Ein Kind hat gesagt, es möchte Boot fahren in der Reichsapfelgasse, ja, was auch so ein bisschen die Ziele der Stadt Wien widerspiegelt. Auch Überschneidungen von Klima und Kultur wurden prämiert. Es ist ein Ort für Musik, Kunstentwicklung und kollektiven Austausch. Und das Besondere ist, dass es einerseits eine Leerstandsaktivierung ist. Also wir nutzen den Ort zum Proben. Dann setzen die MusikerInnen, die vor Ort arbeiten, Kunstprojekte um, die eben genauso Themen wie den Klimawandel bearbeiten. Wir wurden prämiert für die Arbeit der Kinder und Jugendlichen an meinem Haus, die alle spezielle Bedürfnisse mitbringen, an der Elternarbeit. Und zwar haben wir uns gedacht, unsere Kinder werden Expertinnen im Bereich Klimawandel, Umweltschutz und haben uns dann gedacht, die Expertinnen schulen die Eltern. Und dazu laden wir sie ins Haus ein und die Kinder erklären ihnen, was sie in der Schule gelernt haben oder ausgearbeitet haben. Der Klimaschutzpreis ist für viele Prämierten gleichsam Ansporn und Krönung. Also wir haben diese Kretzeloase eingereicht, die in der Goldschlagstraße 33 steht und die jetzt eben zwei Aspekte abdeckt. A, eben für diesen Klimaschutzpreis, sie ist bepflanzt, sie ist gekühlt, es ist beschattet und es ist ein Treffpunkt. Jetzt kommt eben die zweite Kategorie dazu, dass es ein sozialer Treffpunkt ist. Ja. Und haben halt uns bemüht um Fahrradständer, Bäume etc. Uns hat vieles nicht so richtig gut funktioniert, aber dann mit der Kretzeloase haben wir es dann doch geschafft, etwas hinstellen zu können, wovon wir und andere, glaube ich, sehr profitieren jetzt. Ja. Als durchgehendes Motiv vieler Einreichungen ließ sich der verständliche Wunsch der Menschen nach weniger Beton und mehr Grünflächen in der Stadt erkennen. Also die Leute wünschen sich mehr Grün im Bezirk und es gibt ja auch derzeit das Wiener Klimateam, das im 15. Bezirk angekommen ist. Da können die Leute bis 25. Oktober Projektideen einreichen zu einer Verbesserung des Klimas im Bezirk, also Bäume, Grünräume, Verweilflächen. Aber es geht teilweise auch um soziale Projekte, die im Nahebereich des Klimas sind. Das ist auch den Zeiten geschuldet, in denen wir auch leben.